Freunde, wir sind zurück bei der wahren Angst. Ja, immer noch in dem gruseligen Haus. Immer noch auf der Suche nach unserer Schwester. Ja, und vor allen Dingen auf der Suche nach Gegenständen, die wir da in dieses komische... Das letzte Mal sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nee, wir haben herausgefunden, dass wir hier den Zahn und den Ring da irgendwie drauflegen können auf dieses Zeichen am Boden. Genau. Aber sonst haben wir nicht wirklich viel rausgefunden. Und wir wissen jetzt auch jetzt noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Aber wir schauen. Wie gesagt, Pippi schickt uns ja immer in die Küche und sagt, in der Schublade fehlen die Messer. Ja, toll. Na gut. Das hilft uns auch nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Aber wir... Warum hatte meine Schwester so viele Bücher über das Übernatürliche? Weil sie durchgeknallt war, vielleicht. Naja, ich habe auch Bücher über Übernatürliches, deswegen bin ich nicht durchgeknallt. Naja, aber du hast keinen Hammer in deinem Fernseher stecken und unsere Wohnung sieht nicht aus wie ein Abbruchhaus. Und du schreibst nicht über den Fernseher irgendwie sie... Was stand da? Ich weiß es gerade nicht mehr. Sie sehen uns alle. Sie verfolgen mich. Ja, so ungefähr. Irgendein paranoides Zeug stand da. So, hier gibt's auch nichts mehr zu tun. Keine Nachrichten mehr. Ja, das mit dieser Tür hier ist natürlich auch merkwürdig. Aber wir haben auch nichts, um die eventuell jetzt zu öffnen oder so. Ja, Pippi? Die Messer. Ja, ja. Nee, jetzt diesmal nicht. Pippi ist halt gut drauf. Sie sagt, ja, okay, sie kapieren es halt nicht. Ne? Kann sein. Und? Wir sollen raus, okay? Und wahrscheinlich nochmal in das Zimmer, kann ich mir vorstellen. Jawohl. Also, was finden wir hier noch? Ja, das war der Föhn in der Badewanne, den wir angeblich reparieren sollen. Mit dem Bleistift! Nein. Leider nicht. Wir fackeln ihn ab. Auch nicht. Ein Spiegel. Nee. Oh, was ist das da? Ich weiß nicht. Waschsand. Ja, im günstigsten Fall ist es Waschsand. Das stimmt. Mehr gibt's aber nicht. Hatten wir hier schon irgendwas gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, wir hatten... Den Wasserhahn da irgendwie. Naja. Sollen wir da durchgehen? Ja, wir gehen da gleich durch. Stimmt, hier waren wir doch gar nicht. Hä? Wie konnte uns das entgehen? Guck Keine mal, so ein lauter Meine Schwester hat sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Nein, es ist durch die Wand gekommen. Und was zum Geier liegt da auf dem Bett? Ich habe Angst. Na, sollen wir den vor... den Lass uns erstmal umgucken. Okay. Da ist ein Zettel. Als will in das Schlafzimmer eindringen. Ich habe gesehen, wie sich der Griff bewegt. Ich traue mich nicht mehr raus. Hilfe! Bitte, hilf mir noch jemand! Okay, da ist noch eine Figur. Die junge Heather! Stell dir vor, du hast dich selber als Sammelfigur. Ist schon etwas narzisstisch, oder? Naja, wer weiß, gibt's vielleicht. Und? Schublade? Nee, kann man nicht. Da auch nicht. Na gut. Und? Ziehen wir es weg. Ah! Ah! Oh. Ja, was denn jetzt? Achso. Wow. Ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Das ist schon mal cool. Die Puppe sieht cool aus. Was ist in diesem Haus passiert? Kiss. Ja, und wieder angemeldet. Make-up. Naja, Kiss ist gerade nicht. Hoffentlich hast du dich gut ausgeruht. Ich werde was? Ich werde kein Auge zu bekommen. Ja, was ist mit diesem Haus passiert? Naja. Noch irgendwas hier? Achso, das war dasselbe.
Okay. Sollte man hier noch umgucken? Da sind Fußspuren. Ja, und da hinten glitzert's. Was ist das? Anti-Rostspray. Anti-Rostspray. Ich denke mal, das können wir bei dem Schrank unten benutzen. Ja. Was haben wir da noch? Ein Beutel wäre nicht schlecht. Ja, wir haben einen Beutel. Haben wir doch. Eine Haarsträhne. Wow, cool. Okay, war das jetzt alles hier? Offensichtlich. Das war alles, was wir da finden konnten. Was ist da noch? Ach, das war wieder die Puppe. Mich irritieren ja diese Fußspuren auf dem Boden. Verbarrikadiert, ja. Das wissen wir ja. Ja, die Fußspuren, dazu sagt sie aber nichts irgendwie. Das scheint offenbar egal zu sein. Ja, okay. Vielleicht gehen wir dann erstmal runter. Bei diesem einen Schrank, da war doch dieses verrostete Schloss. Oder wir versuchen den Schlüssel hier. Ah, yay. Er passt. Noch ein Totenkopf. 2 von 7. Und? Auf den vielen Seiten scheint etwas geschrieben. Wir haben noch einen Bleistift. Ja, wir haben einen Bleistift. Was ein Zufall. Ja. Stelle an das Zeichen. Oh, jetzt müssen wir das auch noch selber machen. Oh, wow. Sommerwetter. Okay. Ja, und da kriegen wir dann raus, wie der Arm zu stehen hat von dieser komischen, hässlichen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber das ist schon witzig, oder? Dass man das hier das so selber. Das ist cool gemacht, auf jeden Fall, keine Frage. Also das Spiel hat auf jeden Fall seine Momente. Also ich finde schon, es hebt sich von den normalen Wimmelbildspielen auf jeden Fall ab durch die Story. Ja, die Story ist auf jeden Fall sehr nett und du hast nicht lauter Bilder, wo du stundenlang drauf starrst und irgendwas suchst. Naja, es ist auch mehr Point and Click, würde ich sagen, als Wimmelbild. Ja. So eine wirkliche, echte Wimmelbild-Szene hatten wir bisher ja noch gar nicht. Nee. Von daher würde ich sagen, es ist mehr Point and Click als Wimmelbild. Aber macht Spaß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt. So, Tagebuch. Yeah. Wie war's? Ja. Hä? Da wollte ich hin. Da, also zack, zack nach oben. Zack, 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 nach unten. Mhm. Können wir das jetzt bewegen oder können wir es nicht bewegen? Ah, wir können es bewegen. So, ne? Irgendwie so. Ja. Und hier war die Hand. Ah. Ah, geöffnet nach oben. Och! Soll ich das aufmalen? So. Und die Hand. So. Noch ein bisschen so. So. So? Ja. So. Wenn du jetzt wieder rausgehst, ist der Arm wieder weg. Ja, aber ich weiß es nicht, wie der andere war. So. Ganz nach unten. So. Und ganz nach Schreck unten. Schreck nach unten und Hand auf. Nee, es bleibt so anscheinend. Schreck nach unten. Blick, so. Nein. So, nein. Ist ausgeleiert. Ja, scheint so. Und die Hand auch so noch. Ja. Aber hier. Nein. Ich glaube. Oh, ist das ein Rotz. Ist so. Stimmt noch nicht ganz. Na, lass uns mal gucken. Ja.
Ist doch zum Kotzen. Ich hol mal einen Zettel und einen Stift und wir malen es. Oder? Warte, jetzt werden wir analog. So, das geht so. Der Arm geht relativ gerade nach oben. Und die Hand ist so und so. Und der geht gerade nach unten, schräg. Und die Hand so geht nach unten. So. Okay. Na dann. Also, der geht schräg, genau. Das muss gerade hoch. Okay, das war schon mal richtig. Oh, eine Sonnenbrille. Ja, die habe ich schon immer. Oder eine Brille. Habe ich schon immer gebraucht, ja. Wofür brauchen wir die denn jetzt? Gute Frage. So, jetzt dann schauen wir mal weiter. Hier war nämlich dieses Ding. Ich schätze mal, hier brauchen wir das. Jawohl. Und schon wird es wie neu. Oh, das hätte ich auch gern. Ja, wer nicht? Was ist das? Gebrauchsanweisung für den Föhn. Wir können den Föhn reparieren. Okay. Weißt du, aber in diesem Haus muss so viel repariert werden, da hat der Föhn eigentlich nicht Priorität, nee, oder? Nee, nicht wirklich, aber... Ach nee, warte, doch, war richtig. Also... Ja, ich hab doch die Gebrauchsanweisung, guter Mann. Oh. Wie schön. Verwende die Teile zur Reparatur des Föhns. Welche Teile? Ja. Also, das Rote das kommt dahin. Kommt dahin. Das Rote kommt dahin. Das kommt dahin. Die drei Dinger kommen hier hin. Ja, ist die Frage, obwohl die Reihenfolge scheint irgendwie... Ja, so, dass die Lampen die und die leuchten. Na, dann kommt wahrscheinlich das in die Mitte. Nee, das muss ja ausgehen. Oder so? Ja, doch. Okay. Ja, unten fehlt doch noch irgendwas. Oder? Blöde Dinge da müssen wir gar nicht kriegen. Nee. Und da oben fehlt auch noch irgendwas. Ja, verwende die Teile zum Bau, aber es geht nicht. Ja, und die Lampen hier leuchten auch nicht falsch. Ja, aber das kann man das draufklicken? Ah, siehst du? Die Lampe aus. Die an. So. Ah, jetzt haben wir's. So, also, wenn das nächste Mal unser Föhn kaputt geht... Ja, machen wir das auch so. Kannst du den reparieren. Da hat es aber geglitzert bei dieser blöden Truhe. Vielleicht kannst du den Sand da drin wegpusten. Nee, man kann hier nichts machen. Wie ich da irgendwann hinter? Wie gesagt, hier gibt's nichts zu tun. Gar nichts. Nicht! Ich hatte jetzt gedacht, man soll mit dem Föhn auf den Spiegel gehen, aber nö. Der hier glitzert immer noch, ne? Ich denke mal, mit dem Föhn, was eigentlich völlig absurd ist, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, Ach, die Eistruhe abtauen, oder was? Möglicherweise.
Das ist eine gute Idee. Tatsächlich. Was völlig absurd ist, weil... Aber jetzt können wir den Knopf jetzt drücken. Können wir den... Und jetzt können wir den Eimer nehmen. Und was ist da noch? Noch irgendwas? Drück nochmal auf den Knopf. Geht nicht. Alles vereist. Ach, sag. Ja, wäre mir nicht aufgefallen. Na gut, jetzt haben wir den Eimer. Das heißt, wir können da in den Brunnen oben den Eimer reinwerfen. Ja. Festknoten und Klatsch. Und jetzt bin ich gespannt, warum wir das tun sollten. Was haben wir da? Ein Meter. Ein Anhänger. Ja, das könnte diesen der... Diesen Anhänger hat Mutter, der sagt. Das, dieser Anhänger könnte da auf dieses... auf dieses Symbol hier passen. Oh, das wär's. Ja. Mhm. Okay. Die Brille aufs Auge. Ja. Und die Haare zum Kamm. Ah! Oh, hoppala. 8 Schlüssel. Wahrscheinlich für die Tür zum Keller, würde ich jetzt mal mutmaßen. Und die Messer können wir bestimmt auch ansammeln und wieder in die Schublade. Nee. Oder? If you want it done. Und sharp-sighted haben wir freigeschaltet. Na gut. Was heißt das denn gut? Da glitzert es noch gar nicht in der Wand. Ja, aber hier, die Messer können wir nicht wieder. Nee. Okay. Die können wir nicht einsammeln. Wir können auch sonst nichts hier machen. Wollen wir dann jetzt in den Keller gehen? Ich will nicht in den Keller. Ich hab Angst. Die wahre Angst. Ja. Das ist die wahre Angst. Oh Gott. Was werden wir wohl im Keller finden? Alles Böse sitzt immer im Keller oder kommt aus dem Keller. Klack, klack. Nein, mach es nicht weg. Mach es nicht weg. Nein. Ja, es kommt doch, rein! Wir wollen doch wissen, was los ist. Es kommt rein! Ah! Es ist Licht. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Ja. Wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Heather hat vergessen. Ja. Das ist, sind wir. Was ist da unten? Oh mein Gott! Ein Schrank! Ein Trockner, eine Waschmaschine! Und? Und? Heather? Bist du da? Oh mein Gott! Nein, es ist nicht Heather. Es hat ein bisschen was von The Ring, oder? Nee. Ja, sie wird sich jetzt umdrehen und wahrscheinlich... Und ein ganz fürchterliches Gesicht haben. Ja, irgendwie so. Oder nicht? Oder doch? Nicht. Oder doch? Doch, sieht so aus. Ist das Heather? Auf jeden Fall hat sie. Ja? War das jetzt der Hinweis, dass sie dringend zum Zahnarzt muss? Oder? Oder wie? Oder was? Da. Ich weiß es nicht. Was ist da? Ach so. Können wir hier nochmal irgendwo Licht anmachen? Wir haben ein Auge for the für Details. Details. Na gut. Ja gut. Ich meine, wenn es glitzert. Ja. Heather! Das müsste Heather sein, ja. Oh! Hoppala. Heather hat ihre Pflege vernachlässigt. Die Polizei sagte mir, dass meine Schwester seit Jahren tot war. Sie fragte mich, ob ich etwas bemerkt habe. Oder sowas. Warte. Wurde aber dahin geschleift. Allein. Ja, ja. Was? Ich hab genug. Ein Haus. Ein Haus.
Treehouse. Das Baumhaus. We used to spend all our time there. Huh? What was she trying to tell me? Das ist eine gute Frage. Szene 2. Okay. Also, dafür, dass wir am Anfang gedacht hatten, wir kommen nicht weiter. Ja, jetzt haben wir ganz zumindest erstmal ein Stück weiter geschafft. Und unsere Schwester ist tot. Ja, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir leider erstmal die Folge beenden. Aber ich habe so viele Fragen. Ja, wie geht es weiter? Das werden wir dann sehen. Werden die Abendwölfe eine weitere Folge spielen? Ja, ja, natürlich. Ja. Natürlich. Also, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der wahren. Genau. Und es war wirklich gruselig. Ja, es war gruselig, auf jeden Fall. Es war cool. Bis jetzt. Also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Und tschüss.